Ja, also dann erstens Verführung. Das ist ja Sinn und Zweck des Weges des Gläubigen, einzusehen, dass wir alleine zu schwach sind, dass der Widersacher, das Böse, so stark ist, dass er einen Menschen eigentlich praktisch gesehen ohne Probleme in die Verführung reinziehen kann und überzeugen kann mit den Gedanken, die er den Menschen gibt: Oh, jetzt ist schön, bisschen konsumieren, bisschen auf Jesus kacken, bisschen auf die Nächstenliebe kacken und so weiter und so fort. So, und der Weg des Gläubigen ist die Einsicht dessen: Ich bin klein und schwach und arm im Geist. Jesus, du bist die Kraft, dich brauche ich. Du bist das, dich brauche ich. Ohne dich schaffe ich das nicht. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt und daher ist es vollkommener Blödsinn. Ich muss jetzt als erstes nüchtern werden, sonst kann ich den Weg des Gläubigen nicht gehen. Nee, mühselig und beladen, wie ihr seid, kommet zu mir, sagt Jesus. Was dann be bedeutet, dass du den Weg aus dem Alkohol raus nur zusammen mit Jesus schaffst. Du schaffst es nur zusammen mit Jesus. Und das bedeutet, die Einsicht zu haben: Ich bin klein und schwach und arm im Geist. Das ist ganz wichtig. Ja, dann sagst du: Was ist Weihnachten? Weihnachten ist eine Geburtstagsparty. Das ist die Geburtstagsparty von dem Menschen Jesus, welches bedeutet, praktisch gesehen, indem unser Vati sich auf die Erde bequemt hat, um uns den Weg zu korrigieren, den schon die früheren Kirchenführer, also die Pharisäer und so weiter und so fort, mit ihren Lügen genau wie heute verunstaltet haben, so dass die Menschen nicht mehr in die Liebe gefunden haben, weil sie ja lieber auf den dreckigen Priester gehört haben, anstatt den Weg der Nächstenliebe und den Weg des Wahrheitshungers zu gehen, also unbedingt wissen zu wollen, was will denn Jesus mir sagen? Ach wie, Jesus wollte schon damals zu Moses Zeiten mit allen Menschen reden. Und die Menschen haben gesagt: Nein, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen lieber, dass du, Mose, du sollst mit Gott sprechen und sag uns dann Bescheid und wir machen das. Und genau das ist das christliche System heute. Nein, wir wollen mit Gott nicht sprechen. Hier du, Pope, Pastor, wie du Hund sonst dich nennst, du sprich mit Gott und sag uns Bescheid. So genau das Gleiche. Das ist 3.500 Jahre her mit Mose. Früher nannten sie sich Israeliten, heute nennen sie sich Christen. So. Und Weihnachten ist die Geburtstagsparty von unserem Heiland. Der ist geboren als Mensch am 24.12. Das ist auch so. Und das ist nicht, dass wir ein Geschenk bekommen, sondern was tut man, wenn jemand Geburtstag hat, dann schenkt man ihm was. Du könntest ihm zum Beispiel dein Selbst und den Alkohol und so weiter, könntest du ihm schenken zum Geburtstag. Deinen Willen ihm schenken. Und sagen: Ja, hier, bitte, nimm das alles hin. Ich bin dein Eigentum. Da, mein Wille taugt nichts. Nimm den hin. Ich will nur in deinem Willen. Ich will nur im göttlichen Liebewillen leben. In nichts anderem. Da, meine Sprechweise, nimm sie hin. Schenke ich dir, Jesus.
Ich will nur so sprechen, wie du das willst. Also du sollst durch mich sprechen. Geistig sprechen. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist. Ja, Ostern. Was ist Ostern? Ostern ist unser Erlösungstag. Weil ja Gott in Jesus, unser Vater, die ist in Jesus auf diese Welt gekommen. Und hat mit dem Widersacher ja einen Deal gemacht und hat gesagt, pass auf, du willst mich töten, du willst mich entmachten, du willst mich vernichten, du willst die Macht über Himmel und Erde. Bitte, so geht das sowieso nicht, wie du siehst, gegen mich zu kämpfen, dafür bist du sowieso viel zu schwach. Also komme ich, der große Gott, in einen winzigen kleinen Menschenkörper. Da komme ich rein. Und als verletzlicher, kleiner, schwacher Mensch, da komme ich zu dir. Ich komme zu dir. Du kannst mit mir machen, was du willst. Und wenn du es schaffst, mich zu töten und mich zu besiegen, dann hast du gewonnen. Und wenn du das nicht schaffst, dann musst du alle Menschen, die zu mir in die Liebe zurück wollen, die musst du dann freigeben. Und das war der Deal. Und den hat er Ostern gewonnen. Das hat er gewonnen, uns lieb Jesus. Also ist Ostern die Party unserer Befreiung unseres Willens. Jesus hat unseren Willen wieder freigemacht, so dass wir uns entscheiden können, was wir jetzt überhaupt wollen. Bloß diese Entscheidung muss halt jeder selber treffen. Das ist das halt irgendwie so. Weihnachten, Ostern. Jetzt siehst du, in was für einer satanischen Welt wir leben. Jesus Christus ist unser einziger Herr, der ist im Fleische gekommen, er hat uns alle erlöst. Halleluja, danke Jesus, du bist unser einziger Herr und Heiland. Du bist unser wahrer Vati, unser König, unser Ein und Alles, unsere ganze Liebe, unsere Wahrheit. Du bist unser Leben und machst Sterben zum Gewinn. Danke Jesus, danke nur dein Willi. Amen. Ja, denn seine Herde ist klein und du gehörst in diese Herde rein. Also kannst du das, du musst nur die Entscheidung treffen. Ah ja, ich will genau wissen, wie denkt also Jesus, wie ist es? Und das will ich alles ausprobieren. Erst will ich das alles wissen, dann will ich das alles ausprobieren. So, alles, was ich von so nicht verstehen kann. Und wenn ihr Antwort braucht, dann wendet euch an euren himmlischen Vater. Und der gibt gerne Antwort und macht euch keine Vorwürfe. Steht in der Bibel. Ist auch so. Und wenn wir die Kraft nicht haben, zu überwinden, also zu widerstehen der Versuchung, dann wendet euch an den Herrn und betet. Das ist das, was ein Gläubiger erstmal lernen muss. Deshalb ist das nichts erstmal clean, wenn dann nein, der Weg der Breitseite dazwischen ist schon vollkommen okay, der hilft ja. Der hilft ja. Und wenn wir trotz dessen das gelernt haben, dann praktisch gesehen, mit Jesus zu trinken. Das ist interessant. Wenn du das mal möchtest, irgendwie so, wenn du nicht klarkommst und so, dann können wir das gerne mal zusammen machen. Dass man praktisch gesehen vor jedem Bier, bevor man es öffnet, zu Jesus betet und ihm dankt dafür und ihm bittet, dieses zu segnen und ihm bitte. Ah ja, bitte segne dieses Bier, dass es meinem Leibe dienlich ist, damit mein Leib dir dienen kann. Und mit jedem Schluck, den man trinkt, Jesus gedanklich anzusprechen. Ja, bitte, Jesus, du bist unser einziger Herr, nur dein Wille geschehe, bitte. Das ist dieses, was Mensch erstmal, genau beim Essen, alles. Dieses gilt es zu lernen. Und wenn Mensch das lernt und so durchpeitscht, dass er das unbedingt will, und immer wenn er sieht, oh, jetzt habe ich das gar nicht getan, jetzt war ich ganz fahrig und gleichgültig. Und Jesus, ich habe einfach eine Flasche Bier getrunken, ohne an dich zu denken. Dann halt auf die Knie zu fallen und um Vergebung zu bitten. Und darum zu bitten, bitte, bitte, Jesus, ich will alles nur noch mit dir, nur noch in Gedanken an dich alles tun.
Das ist der Weg des Glaubens, Halleluja. Das ist der Weg des Glaubens. Oh, schon 10 Minuten. Ja. Aber damit ist doch erstmal schon wieder viel gesagt. Halleluja. Hörst du ruhig 2, 3, 5 Mal an. Das ist sehr schön. Halleluja. Was Jesus da jetzt mit mir durch mich zu dir gesprochen hat. Halleluja. Bleib in der Nächstenliebe tätig, denn die aktive Nächstenliebe-Tat ist der Schlüssel zu dem, dass wir alles schaffen können. Aber wer das nicht tut, der erfüllt ja gar nicht den Willen. Denn zweite Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also gönne deinem Nächsten alles das, was du dir gönnen willst. Tue deinem Nächsten alles das an, was du dir für dich wünschst. Und alles, was du tust, so wie du anderen zumessest, so wird dir zugemessen werden. Alles, was du tust, kommt auf dich zurück. Vermehrt sogar. Und alles, was du denkst und alles, was du sprichst und alles. Und das ist das göttliche Prinzip. Halleluja, bleibe in der nächsten Liebe. Danke, Jesus, du bist so wunderbar. Bitte, 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 steh uns bei und hilf uns. Halleluja, dein Wille geschehe. Amen.